Die Kapitäne wunderten sich, warum der Hexer sie behellige, und erstarrten angesichts der Antwort, die da lautete: Skellige. Doch einer wollte nicht weglaufen, sondern ließ sich kaufen, um sich anschließend gepflegt zu besaufen, und dann wurde ausgelaufen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 110. Ja, war nicht so ganz einfach hier auf die skellige Inseln zu gelangen, da entweder irgendwelche Verträge nicht abgeschlossen wurden mit den hiesigen Einwohnern und damit natürlich sie Gefahr liefen oder die Kapitäne Gefahr liefen, dass die Schiffe geentert werden. Denn ja, dieses Völkchen hier scheint so ein bisschen, nicht piratenlastig zu sein, das will ich jetzt nicht sagen, dass sie der Piraterie verfallen sind, sondern ja, so wie Wikinger. Also sie sind quasi das Wikinger-Pendant in The Witcher 3, würde ich bald sagen. Aber ja, bisher haben wir ja nur einen getroffen bislang. Und mal sehen. Also hier soll, also im Ladebildschirm mal noch zu sehen. Moment, da liegt da auch noch was, oder? Ja, im Ladebildschirm war zu sehen. Achso, ja, der transportiert manchmal so ein bisschen die Story weiter, dieser Ladebildschirm, ne? Wurde erwähnt, dass hier eine magische Explosion stattgefunden hat. Ich glaube, in den vorigen Teilen, da hat man das auch irgendwann mal, oder hat man irgendwann mal davon gehört. Und Ciri soll damit halt zu tun haben, ne? Und wir möchten dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, wie gesagt, also die ersten Parts, die ich hier gespielt habe, sind schon ein bisschen was her, ne? Also liegen schon ein Jahr zurück. Und deswegen muss ich mich hier dann und wann wieder ein bisschen schlau machen, was so die Story-Happen angeht. Genau, jetzt folgen wir erstmal hier diesem Pfad, der direkt durch den Wald zu gehen scheint. Vielleicht treffen wir ja da zufällig auch noch auf den einen oder anderen Bewohner. Ja, die sehen wirklich so aus wie Wikinger. Also, wo ja die Wikinger in der realen Welt nicht derartige Helme trugen. Hier könnten wir vielleicht eine Nebenquest annehmen. Mal gucken. Also auf jeden Fall kennen sie hier auch Hexer. Aha, aber die haben jetzt nichts für mich. Gut, dann können wir direkt, oder? Nee, ist auch so ein Fußsoldat. Ein Eisriesen gibt's hier, okay. Er treibt hier sein Unwesen. Komm jetzt. Oh, hier sieht es auch schon ein bisschen raureif aus. Oder macht das hier der Mond? Das kann auch sein. Dass er diese Lichtstimmung verbreitet. Oh oh. Banditen. Ja, na also. Wo seid ihr denn? Hab gerade mit einem Wiefern gekämpft, ja? Also zumindest in der vergangenen Folge. Da habt ihr jetzt nichts Gutes von mir zu erwarten. So viel kann ich euch schon mal sagen. Oh. Wow. Die sind auch nicht ohne, die Typen. Jaul. Die hauen mir mal eben den Schild weg hier. Oh! Wow! Verdammt! Scheiße. Das war jetzt nicht so optimal. Ah, Druckwelle, genau. Die brauche ich jetzt. Oh, scheiße, dann Bogenschützen. Ah. Offenbar bin ich dann auch kurz umgesucht. Ui, da hilft mir jemand. Danke, wer immer du bist. Ach, scheinbar die Wachen dort. Die waren mir wohlgesinnt. Hühnerbein, ja, brauchen wir doch immer. Was ist denn der andere jetzt? Der ist auch auf der Minimap jetzt nicht markiert, weil er nichts für uns hat. Doch, ein Hühnerbrötchen, stumpfes Beil. Sonst haben sie die obligatorische Bewaffnung. Die denkbar schlecht ist eigentlich. Hier scheint noch einer zu sein, ja. Ich hab's doch... Oh, oh. Ist das ein Fernkämpfer? Nee.
Ja. Ja, das ist natürlich die einfachste Methode, dem Typen beizukommen. Ja, Lederbänder, wie gesagt, braucht man dann doch dann und wann. Kann ich mich jetzt mal heilen? Hier scheint irgendwas zu sein. Die sind Malereien. Das reimt sich, aber das war jetzt unabsichtlich. Oh, die sind aus grauer Vorzeit, oder? Haben die was zu bedeuten? Ja, das ist hier ein Schatz, Moment. Da war irgendwas zu sehen gerade auf der Minimap? Nee. Das waren nur die Pflanzen. Oh, Bienen. Oh, oh. Da brauche ich ein bisschen Feuer. Nicht, dass hier noch ein Bär sein Unwesen treibt. So, die fallen jetzt ab, dann kann ich sie einsammeln, ne? So war das doch. Genau, diese Bienenstöcke. Honigfarben, wunderbar. Was ist hier noch ein Fass? Aber ohne Inhalt anscheinend, oder? Doch, es hat einen Inhalt, aber ich kann es mal wieder nicht auswählen. Ja, genau, roll das Fass durch die Gegend her. Ja, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Außer Yennefer wieder zu sehen. Plätze. Guck mal hier, ach, da ist eine Festung. Da wird sie vielleicht sein, wie uns der eine Einheimische verraten hat. Geht zum Hafen. Oh, das ist doch nicht der Hafen hier, oder? Moment, jetzt muss ich mal auf die große Karte gucken, wo wir hier überhaupt mal sind. Oh, das ist wirklich eine... Oh, oh. Hier sind wirklich mehrere Inseln, die wir besuchen können und vielleicht auch müssen für die eine oder andere Quest. Sehr cool. Und da ist auch der Hafen, ja. Ist direkt. Ach, und unsere Truhe, genau, unser Lager. Wunderbar, na denn, wie heißt die Stadt hier? Das sieht man hier mal so schlecht. Anschlagbrett, ja. Kertrolde. Ja, klingt lustig. Ja. Naja, ist egal. Gehen wir jetzt nochmal weiter. Komm mal her, hier, Plätze. Okay. Oh Gott, ich heile mich so langsam hoch. Ne? Also, das langsam. Dauert ja wirklich ewig. Achso, da hätten wir jetzt hingehen können. Gehört das alles zu der Stadt? Oh ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Skyrim. Also so vom Ambiente her jetzt. Ne? Ich meine, Skyrim ist ja auch so Wikinger-lastig oder so. Ist auch ein Wikinger-Szenario, wenn man so möchte. Ne? Und hier... Aha, ja, da sind wir ja richtig. Hafen von Kertrol, holt mal hin. Wir müssen zum Hafen und König Bran fahren. Hier ist zu einigen, was heute nicht die Zeit. Bran, da kennen wir doch noch jemanden, ne? Aus Game of Thrones. Das ist eine Anspielung vielleicht. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Da stehen die alle hier wie angewurzelt. Warten die auf irgendwas? Warten die auf den Bus oder so? Aha, okay. Oh, sind wir gestorben. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Lass mich raten. Er wird jetzt angezündet. Auf seinem letzten Weg. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna soll es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Steh. Das ist ihre Entscheidung.
Wie er das wohl ist. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden am Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Jo, du kanntest Bran, du riechst wundervoll. du kanntest Bran. Du kanntest Bran. Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Oh. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Bin ich in der Stimmung für einen Leichenschmaus? Ich will mit dir fortgehen und Zeit mit dir allein verbringen. Naja. Wenn wir unanständig wären, würden wir das machen, aber angesichts unserer Liebelei mit Triss, ne? Wir haben uns ja entschieden quasi, ne? Was unser Herzdame angeht. Und deswegen würde ich sagen, gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Okay. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste ins Gellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du meine Gedanken? Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest, genau. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Joa, wenn man so will, was Velen angeht, was Nulligard betrifft. Genau, was hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Usch. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Oh ja. Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Und Novigrad noch? Ich genau, war mehr als. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern.
Sehe ich mir später an. Und du, was hast du herausgefunden? Ach, bin ich ja mal gespannt. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Da müssen wir wohl mit denen reden, ne, mit Moissac. Ist Moissac hier der oberste Droide? Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels. Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum darfst du dir das Gebiet nicht ansehen? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Meister Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Klingt nach einer ersten Nebenquest. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Zieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Und währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Also, irgendwie haben die Frauen hier so einen Hang, uns hier neu einkleiden zu wollen, warum auch immer. Also ich finde, der Hexer sieht doch durchaus gut gekleidet aus. Also ich weiß nicht, die Greifenrüstung hat da was für sich. Naja, was soll's. Oh, aber 200 Erfahrung, ja, die Hauptquests, die bringen's ja wirklich in der Tat. Ja. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, das Übliche. Das kennt man ja schon. Jedenfalls Gemächern, kleide dich formell. Warum ist denn das ausgegraut? Achso. Sollte ich dann vielleicht erstmal auswählen, ne? Genau. Jetzt müsste es eigentlich... Genau. Müsste hier gleich sein, oder? Direkt um die Ecke. Eigentlich hatten wir uns doch erst neue Sachen besorgt. Mensch, warum muss ich mir jetzt wieder was Neues anziehen? Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich da rüber, oder wie? Muss mal gucken, ob wir dazu irgendwas überwinden müssen. Ein Meer zum Beispiel? Ein Binnenmeer? Nein, da ist es ja schon direkt. Okay, müssen wir nur dem Weg hier folgen. Das ist ja schon mal super. Aha, neue Markierung, ein Anschlagbrett. Ja, das nehmen wir direkt mal mit, ne? Genau, wenn wir schon hier dran vorbeigehen. Zack, 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 zack. So, machen wir alle Quests beisammen. Mal sehen, vielleicht sind ja ein paar für uns geeignet, ne, mit unserer aktuellen Stufe. Neue Quest, das Herz des Waldes. Nein, mach ich jetzt nicht. Boah. Fliegende Fäuste, Skellige, sehr schön. Hier können wir uns also auch wieder gepflegt prügeln. Das muss Jens sein. Gewinnt, wieso? Sie hat es immer schon gern geräumig. Und luxuriös. Ja, das ist unsere schicke Truhe. Oh, ist mal da. Oh, eine Wasserflasche. Boah, so viele neue Aufträge. Nein, wir haben ja so ordentlich was eingesammelt vom Anschlagbrett. Ja, und auch hier wieder so eine Art Zauberzirkel, ja. Eine Art Teleporterstation ist das doch, ne? Da teleportieren sie sich doch immer hin und her.
Genau. Ach, da sind die Klamotten drin, oder was? Oh, nee. Elegantes Hemd. Oh. Ziehen wir uns denn an? Und skellige. Alles sind skellige Farben und so, ne? Was hier halt so die hiesige Mode hergibt. So, das reicht dann. Obwohl, wir können auch ruhig alles nehmen. Das können wir dann irgendwann noch für verkaufen. Ups. Super. Quest aktualisiert. Zieh dich zum Treffen mit Yennefer um. Mann, hier sieht's ja aus, ja. Was ist denn da? Huh. Kommt denn da reingelatscht? Hallo? Warum klang das gerade so komisch? Ach so, hier ist die Kneipe direkt nebenan. Aha. Okay. Ist ja nett, dass jeder irgendwie durch ihr Schlafgemach hier rennen kann. Was ist denn dieses Geräusch, Leute? Seltsam. Okay, dann kleiden wir uns mal wieder ein. Na, was soll's? Wir haben ja eh keine Wahl. Nicht so wirklich. Ja, leichte Rüstung ist das, na klar. Na, welche ist denn hier so halbwegs zu gebrauchen? Sind alle schlechte. Aber ist egal. Ei, jetzt sieht der schick aus. Ja, blau finde ich ganz hübsch. Oh, das kleidet uns doch ungemein. So, ist noch die passenden Schuhe dazu. Ach nee, das sind die falschen. Hä? Ach ja, der hat schon die richtigen an jetzt. Oder wie? Ja, okay. Jetzt automatisch angezogen. Ja, die sehen noch danach aus, ne? Sieht cool aus. Wie kann ich denn den Hexer drehen? Konnte ich den irgendwie drehen? Wie siehst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Ja, müssen wir rausgehen. Ah, immer würde ich das nicht tragen. Nee, aber das nicht tut man nicht für seine. Was ist Yennefer eigentlich für mich? Gute Frage, ja. Gerade nachdem wir jetzt mit Triss wieder die Liaison aufgenommen haben, ne, kann man das jetzt wirklich schwerlich sagen. Ach, das ist doch auch das Einhorn hier, ne? Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Ja. Tja, da hatten wir ein bestimmtes Erlebnis auf diesem Einhorn, ne, mit Yennefer zusammen. Blamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Nee, also bei ihr anscheinend nicht. Kommt schon wieder einer hier durchgelaufen. Yennefers Tagebuch. Geil. Ist ja mal interessant. Der Gedanke, einen Genius zu fangen, beschäftigt mich immer häufiger. Seine Macht zu nutzen, damit könnte ich vieles erreichen. Der Foliant von Amos war Ipsis hat bestätigt, was ich schon lange vermutet hatte, nämlich, dass es trotz meines vorherigen Scheiterns wahrhaftig möglich ist, einen Genius zu zähmen. Laut Far Ipsis lassen sich die Schwierigkeiten überwinden, ein solches Wesen seinen Willen zu unterwerfen. Ihm ist es zumindest gelungen. Leider heißt das nicht, dass ich genauso wie er vorgehen kann. Jeder Genius ist anders und in jedem einzelnen Fall ist ein unterschiedliches Vorgehen notwendig. Ich verfüge über mehr Erfahrung als alle anderen Lebenden, um solche magischen Rätsel lösen zu können. Wenn Geralt sein Talent mit wilden magischen Wesen fertig zu werden einsetzen würde, finden wir vielleicht einen Weg. Das Problem ist nur, dass wir erst einen Genius finden müssen. Das allein ist schon schwierig genug. Punkt, Punkt, Punkt. Geist des Waldes, okay, okay, okay. Das sind die anderen Schriften, die wir noch mitgenommen haben und aufgegabelt haben. Aber Leute, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns aufmachen zum Leichenschmaus mit Yennefer zusammen, mache ich doch erstmal eine kleine Pause an der Stelle, ne? Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, ne, dann wisst ihr ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Und ja, ansonsten gehabt euch wohl, euer Chuck.